geht euch gut. Heute habe ich ein Video für euch, das eine Ergänzung ist zu dem Video, das ich letzte Woche hochgeladen habe. Und zwar ging es letzte Woche um die 8 größten Herbsttrends. Das verlinke ich mal, falls ihr das verpasst habt. Und in diesem Video fehlten ein paar Teile, die nicht rechtzeitig geliefert wurden. Und die zeige ich euch heute. Und zwar sind die Teile alle von Another Stories. Und die Teile drehen sich um den Trend Brauntöne. Aber auch Animal Prints. Und dieses Video wollte ich eigentlich bei Instagram TV zeigen, aber es haben mich so viele von euch angeschrieben, mich gebeten, das Video hier hochzuladen, deswegen tue ich das jetzt auch. Aber für die, die mir bei Instagram folgen, da gibt es demnächst noch ein paar kürzere, knackigere Videos, sage ich jetzt mal. Zum einen zum Thema meine 3 Keypieces für den Herbst, dann habe ich die schönsten Trendkleider für den Herbst. Ich verlinke mal meinen Instagram-Account hier oben, wenn ihr Lust habt auf die Videos. Meine Hauptvideos werdet ihr aber immer hier bei YouTube sehen. Wenn euch mein kleiner Another Stories Haul heute gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviert auch das kleine Glöckchen. Denn normalerweise lade ich immer Freitag nachmittags um 16 Uhr meine Videos hoch. Aber es gibt immer mal wieder zwischendurch welche wie dieses. Und wenn ihr das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video. Ja, dann starte ich mal mit dem fehlenden Trend aus meinem Herbsttrend-Video und zwar Brauntöne. Die Designer haben sich sehr stark von der Natur inspirieren lassen. Für ihre Herbst-Winter-Kollektionen, vor allem bei Chanel, konnte man sehr viele Brauntöne sehen. Also Karl Lagerfeld hat das Grand Palais in einen Wald umbauen lassen mit echten Bäumen für die Chanel-Show. Und ja, auch bei Fendi oder auch Chloé konnte man sehr viel Braun sehen. Vor allem im Mix, also zum Beispiel auch mit Cognac-Tönen und Cremetönen. Und alles so immer mit einem 70s-Anstrich. Und das finde ich gerade das Schöne an diesem Trend. Ich liebe alles, was 70s-Vibes hat. Und das kann man mit diesem Trend unheimlich schön umsetzen. Und ich finde, Another Stories hat diesen Trend Brauntöne wirklich perfekt umgesetzt. Bin wirklich begeistert von den Teilen, die geliefert wurden. Also das Schöne an den Teilen von Another Stories, sie sind zwar designer-inspiriert und trendy, aber sie haben immer so einen ganz eigenen Designanstrich. Sie sind also nicht einfach nur blöd stumpf kopiert, sondern es ist so, als käme es von einem Designer. Und die Sachen haben immer eine tolle Qualität. Also alle Teile, die ich so im Schrank habe von Another Stories, zum Teil ja, 2 Jahre alte Teile, haben sich immer sehr gut gewaschen, gut gehalten. Also ich liebe die Teile von Another Stories. So, ich starte mal mit diesem tollen Leopardenrock. Und auch da hat man wieder die Qualität. Also der besteht zu 60% aus Polyester, 40% Viskose. Es ist ein sehr festes Material, das wirklich sehr gut fällt. Also wirkt sehr hochwertig. Übrigens hat mich eine Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass Viskose keine Naturfaser ist. Streng genommen hat sie auch recht damit. Viskose wird zwar aus natürlicher Zellulose hergestellt, wird dann aber chemisch aufbereitet. Aber das Schöne an Viskose ist einfach, dass es sehr ähnliche Eigenschaften hat wie Baumwolle. Also sehr hautfreundlich ist, atmungsaktiv. Deswegen liebe ich diesen Stoff auch so sehr. Ja, dieser Rock hat so einen schönen Burnt Orange Ton. Oder wie würde man auf Deutsch sagen? Rostfarben. Klingt wieder nicht so toll. Ihr wisst, was ich meine. Also es ist wirklich ein sehr schöner herbstlicher Ton, der perfekt zu Schwarz passt. Also ich würde dazu fast ausschließlich Schwarz kombinieren. Ich habe jetzt hier so ein ärmelloses Top dazu. Ihr könnt natürlich auch einfach einen schwarzen Rolli. Und ich würde dazu schwarze Slouchy Boots tragen. Also diese geschoppten Stiefel, die sind einfach so perfekt zum Midi-Rücken. Das sieht so schick aus und unterstreicht nochmal diese 70s-Vibes. Ich zeige euch das mal in einem der nächsten Videos, solche Stiefel. Ich muss mal gucken, wo es besonders schöne gibt. Übrigens findet ihr alle Shopping-Links wie immer in der Infobox, also einfach diese kleine Box unter dem Video aufklappen. Übrigens, dieses ärmellose Top ist nicht von Another Stories, das ist von Sarah. Das hatte ich jetzt einfach dazu kombiniert, weil es so perfekt passt. Ist auch von der Qualität her nicht so super, sehr dünn. Harter Stoff, kann ich also nicht empfehlen. Komme ich zum nächsten Teil von Another Stories, dieser wunderschöne Mini-Rock. Das ist so ein ganz toller, edler Cognac-Ton. Aus Breitkorb besteht der Rock. Das ist Baumwolle mit 1% Elastan, also einem ganz leichten Stretchanteil. Ich mag den Taillengürtel, finde ich unheimlich schön. Und ich finde es super kombiniert mit so einem Cremeton. Das ist auch wieder so, hat auch wieder diese 70s-Vibes. Wirkt sehr schön edel. Übrigens sind diese beiden Röcke toll, wenn einem Brauntöne eigentlich nicht so gut stehen. Denn man trägt sie nicht direkt in Gesichtsnähe. Und man kann dazwischen einen Farbton tragen, der einem besser steht. Man könnte jetzt zum Beispiel jetzt auch eine weiße Bluse tragen oder einen schwarzen Rolli oder auch einen dunkelblauen Rolli. Also ich finde dunkelblau zu Brauntönen fast noch schöner als schwarz. Sieht richtig edel aus.
bin so froh, dass ich diesen Rolli hier gefunden habe, denn ich bin so eine Frostbeule im Winter. Ich habe immer ganz viele schwarze Unterziehrollis im Schrank und ich finde auch so ein cremefarbener, ist auch ein tolles Basic und den werde ich auf jeden Fall behalten. Also der ist einfach perfekt vom Sitz her. Der Kragen ist auch nicht zu hoch, also das ist so ein Turtleneck. Das heißt, man klappt den nicht um. Das finde ich auch schön, hat man hier nicht so viel. Das ist zum Beispiel bei dem hier, den muss man dreimal umklappen, dann hat man so eine dicke Wurst hier. Also das gefällt mir echt gut. Der besteht 50% aus Baumwolle, 50% Viskose, 1% Elastan, also super schön stretchy. Sehr dick, also, oder was heißt sehr dick? Also ausreichend dick für den Winter. Und was wollte ich dazu noch sagen? Ja genau, also es ist eine Naturfaser bzw. naturähnliche Faser, also wirklich auch sehr angenehm zu tragen. Dann komme ich mal zu dem Pulli, den ich hier trage. Den mag ich so sehr, weil der auch... aus wie ein Designerteil. Also dieses Zickzackmuster sieht ein bisschen nach Missoni aus. Und der Pulli ist halt auch wirklich toll, wenn man den Brauntrend nicht so extrem mitmachen will, also nicht von Kopf bis Fuß braun tragen möchte oder einem Braun auch nicht so gut steht, denn er ist dunkelblau, also er sieht schwarz aus. Und ich war mir auch 100% sicher, dass er schwarz ist, aber heute Morgen habe ich ein Sonnenlicht gesehen. Das ist tatsächlich ganz, ganz dunkles Navyblau, also auch ein wunderschöner Farbton. Den Pulli kann man bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Also es nervt mich einfach, wenn ich im Winter ständig irgendwelche Wollpullis per Hand waschen muss. Also das finde ich auch super bei diesem Pulli. Und ich habe den zu dieser Jeans hier kombiniert, die gefällt mir auch sehr gut. Die ist allerdings von H&M, die ist nicht von And Other Stories. Boah, dieser Shop, das ist so ein Zungenbrecher, oder? Ja, und die hat halt, also laut Shop hat die einen hohen Bund, aber der ist eigentlich ein mittlerer Bund. Also sitzt wirklich super schön, ist sehr bequem und hat halt diesen angesagten Straight Cut. Also das löst ja gerade so ein bisschen die Skinny Jeans ab, vor allem in der Cropped-Variante, wenn die so abgeschnitten sind und etwas ausgefranst. Dann komme ich mal zu dieser Bluse mit florale Print. Florale Prints sind ja jetzt im Herbst immer noch sehr angesagt, vor allem so in dieser Vintage-Variante, die ja so ein bisschen nach Omas Kleidchen aussehen, aber also hier kann von Oma wirklich nicht die Rede sein. Man muss es allerdings richtig kombinieren, also ich würde es halt zu einer coolen Jeans kombinieren, jetzt nicht noch zu einem braven Röckchen, dann sieht es vielleicht wirklich ein bisschen nach Oma aus. Also ich mag dieses Muster sehr. Schreibt mir doch heute mal in die Kommentare, ob ihr florale Muster mögt. Ich mochte die früher überhaupt nicht, aber ich habe mich jetzt so die letzten 2-3 Saisons habe ich mich echt dran gewöhnt und das hier finde ich wunderschön. Also vor allem ist es auch wieder ein tolles Teil, wenn man den Brauntrend nicht so extrem mitmachen will. Weil eigentlich hat man ja eine schwarze Bluse, da ist nur so ein bisschen Braun mit drin. Und das Geniale an dieser Bluse ist der Schnitt. Also die sitzt so schön auf Taille, aber auch nicht zu eng. Also wirklich sehr schön körperumspielend. Auch von der Seite sitzt sie sehr schön. Das seht ihr jetzt hier nebenan. Ja, besteht zu 100% aus Viskose. Ich glaube, mit einem kleinen Mini-Elastananteil. Also auch wieder eine naturähnliche Faser, in der man nicht schwitzen wird. So, ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Dann schreibt mir doch mal in die Kommentare heute, ob ihr den Brauntrend mitmachen werdet. Denn ich habe die leise Vermutung, dass nicht alle von euch den so super finden. Und schreibt mir doch auch mal, ob, wenn ihr jetzt nicht von Kopf bis Fuß braun tragen werdet, ob ihr diese safe Variante mitmacht, wo ihr einfach Teile habt, wo so ein bisschen Braun drin vorkommt. Das würde mich interessieren. So, wir sehen uns in 2 Tagen auch schon wieder. Am Freitag kommt das nächste Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.